herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um Datensicherung, Backup, Notizbücher exportieren aus OneNote. Und da es drei verschiedene Versionen von OneNote hier mittlerweile gibt, ist das gar nicht so leicht. Denn nur bei einer dieser drei Versionen ist es möglich, dass du deine Daten, dein Notizbuch wirklich auf deiner Festplatte abspeicherst. Nicht möglich ist es zum Beispiel in der Webversion. Also wenn du bei office.com hineingehst oder OneNote übers Web hineingehst, über den Browser hineingehst, dann ist das nicht so einfach möglich. Das heißt, wenn ich hier jetzt OneNote habe, jetzt bin ich hier bei office.com im Internet quasi, ich öffne mir jetzt hier mein Notizbuch, das habe ich hier probeweise mal angelegt. Und wenn ich hier auf Datei gehe, muss ich es erwarten, dass ich überspeichern kann, das ist nicht möglich. Also wenn du diese Variante hier verwendest, ist es nicht möglich. Und dann gibt es noch zwei Desktop-Versionen, die du auf deinem PC, auf deinem Laptop verwenden kannst. Und wenn ich jetzt hier reingehe bei Startmenü, wenn ich hier OneNote eingebe, bekomme ich zwei Versionen angezeigt bei mir. Eine ist OneNote für Windows 10, die ist gratis, und OneNote für Office, also das Office-Paket 365, ist die zweite Variante. Wenn ich OneNote für Windows 10 verwende und dieses Programm jetzt hier starte, ich starte es jetzt einmal und zeige es dir, damit du den Unterschied vielleicht erkennen kannst zwischen diesen beiden Varianten, damit du weißt, welche Version du verwendest. Da bin ich jetzt hier in dieser Variante drinnen, die bei Windows 10 schon dabei ist. Das heißt, ich habe ganz einfache Menüs und habe aber auch keine Möglichkeiten hier, diese Daten hier auf meiner Festplatte zu speichern. Die, wenn ich ein neues Notizbuch anlege, die werden sie alle in der Cloud bei Microsoft gespeichert. Und wenn ich eben von Microsoft weggehen möchte, kann ich sie mir nur schwer mitnehmen. Also diese Windows 10 Variante ist dann nicht die richtige Variante, um die Daten auf dein Notizbuch auf der Festplatte zu speichern. Du benötigst also dann diese Office Variante, die starte ich jetzt einmal. Ich bin jetzt hier in der Office Variante. Das ist die, hier habe ich schon etwas umfangreichere Menüs. Wenn du nicht sicher bist, wie es bei dir dann genau ausschaut, hier rechts oben zur Erinnerung, kann man sich hineingeben, dass dann ausgeblendet wird. Wenn ich nochmal heraufgehe, Registerkarten anzeigen, dann werden sie praktisch nur bei Bedarf eingeblendet. Wenn ich daneben hinklicke, sind sie wieder weg. Ich mache es jetzt einfach der Einfachheit halber hier, dass sie dauerhaft angezeigt werden. Und jetzt geht es um Sichern. Du gehst auf Datei. Und wesentlich ist, dass du dir mal die Notizbücher aussuchst, die du sichern möchtest. Und das muss man der Reihe nach machen. Also ich nehme jetzt zum Beispiel hier dieses Notizbuch, die Cornell-Methode, und klicke jetzt hier auf Notizbuch anzeigen. Öffnet hier mein Notizbuch mit all diesen quasi Unterordnern, all diesen Bereichen, die ich da drinnen habe. Und wenn ich sie sichern möchte, das gesamte Notizbuch, gehe ich auf Datei, gehe auf Exportieren. Und dann muss man überlegen, was ich exportieren möchte, in eine einzelne Seite oder einen Abschnitt oder ein Notizbuch. Ich nehme das gesamte Notizbuch und hier wähle ich dann hier oben die OnePK-Datei. Klicke auf Exportieren und entscheide mich dann natürlich, wohin ich sie speichere, und vergesse das dann auch hoffentlich nicht. Es ist hier OneNote-Paket in einer Datei. Suchen wir jetzt einen Ordner aus, in den ich speichern möchte. Ich habe mir jetzt diesen Ordner Backup angelegt, speichere die jetzt da hinein, klicke auf Speichern. Und all die Infos, die ich jetzt hier habe, werden dann darin gespeichert. Wenn du jetzt diese Datei wiederherstellen möchtest, oder du hast diese OnePK-Datei von jemand anderem erhalten und möchtest sein Notizbuch dann übernehmen, das wäre auch eine Anwendungsmöglichkeit, warum man so ein Notizbuch dann exportiert, gehst du auf Datei, gehst auf Öffnen, gehst auf Durchsuchen, suchst du den Weg dann, wo du sie gespeichert hast. Austauschordner Backup, bei mir zeigt jetzt momentan gar nichts an, ist aber kein Problem, denn ich wähle mir hier unten aus alle Dateien und schon erscheint diese OnePK-Datei. Ich klicke auf Öffnen und werde dann gefragt, mit welchem Namen ich das übernehmen möchte, und weil ich das ja bei mir schon einmal die Cornell-Methode habe, schreibe ich jetzt hierhin einfach mal Cornell-Methode 03. Er holt das dann herein und speichert dann diese Notizbücher, die dann das Notizbuch Cornell-Methode 03 hier dann hinein. Ich klicke auf Erstellen. Und er lädt das rein und ich habe jetzt hier ein neues Notizbuch 03 mit all den Inhalten, die ich dann vorher an und für sich schon gehabt habe. Ich gehe nochmal hier rein, da hast du den Überblick, und hier habe ich dann zum Beispiel diese normale Cornell-Methode, die ich vorhin eben gesichert habe, und hier Cornell-Methode 03. Ja, ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Du weißt jetzt, wie man Notizbücher exportieren kann, wie man sie speichern kann und wie man sie eben dann auch natürlich weitergeben kann. Man muss nur diese OnePK-Datei weiterschicken. Und wie man sie dann auch wieder hereinholen kann. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich bald wieder bei einem nächsten Video.